persönliche Profil ermöglicht es einem, sich selbst zu entfalten und dabei seine künstlerische, persönliche Ader durch innovative und einzigartige Projekte näher kennenzulernen. Beispielsweise arbeitet das künstlerische Profil mit lokalen Orten zusammen. Vor einigen Jahren haben Mitschüler zum Beispiel im Altersheim zur Weihnachtszeit den Menschen dort eine Freude gemacht, indem sie dort ein Instrument gespielt haben und für die Menschen da waren. Des Weiteren kann man auch sagen, dass dem künstlerischen Profil unsere Schule sehr am Herzen liegt, des Weiteren auch unseren Schülern. Deshalb unterstützen unsere Schüler auch unsere Schule am Tag der offenen Tür immer gerne, indem sie das Profil vorstellen oder etwas zu unserer Schule sagen. Man kann auch sagen, dass das künstlerische Profil sich mit unterschiedlichen künstlerischen Bereichen beschäftigt. Zum Beispiel haben wir in den vergangenen Jahren Hörspiele gemacht, Theaterstücke oder auch haben uns mit der Fotografie beschäftigt. Dadurch macht das Ganze auch extrem viel Spaß, weil man neue Dinge kennenlernt bzw. unterschiedliche neue künstlerische Bereiche. Man muss zwar sagen, dass diese Projekte mit sehr viel Zeit verbunden sind, aber einem trotzdem extrem viel Spaß machen, weil man sich selbst verwirklichen kann bzw. seine Ideen selbst verwirklichen kann und auch etwas Neues über sich draus lernt. Und auch Projekte werden sehr intensiv kreativ veranschaulicht in Bezug auf Gruppenarbeiten beispielsweise. Dort versucht man den Schülern zu zeigen, wie man sich besser selbst darstellt. Das künstlerische Profil ist für euch die richtige Wahl, wenn ihr kreativ arbeiten wollt und eure Ideen austauschen möchtet. Der Unterricht war immer sehr locker und entspannt, genauso wie die Lehrer. Deswegen hat es mir sehr viel Spaß gemacht und der Unterricht hat sich nicht wie Unterricht angefühlt. Im künstlerischen Profil lernt ihr euch selbst zu präsentieren. Das hat mir sehr geholfen, denn ich war sehr schüchtern. Dadurch habt ihr dann noch Vorteile in anderen Fächern, zum Beispiel in Vorträgen oder später in Bewerbungsgesprächen. Allerdings muss man auch den Zeitaufwand sehen, den das künstlerische Profil mit sich bringt. Denn Projekte wie zum Beispiel im Altenheim oder das Hörspiel kann man nicht im Unterricht erledigen. Da muss man außerhalb vom Unterricht arbeiten. Ich kann mich voll und ganz in eure Lage reinversetzen, die Qual der Wahl, welches Profilfach ihr wählt. Wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, war das ein Hin und Her und ich wusste so nicht so recht, welches ich nehmen soll. Letztendlich habe ich mich für das künstlerische Profil entschieden, worüber ich bis heute sehr froh bin, da mir viele Normen und Werte vermittelt wurden, die mir bis heute sehr hilfreich sind. Ich möchte euch jetzt einfach einen kleinen Exkurs geben. Vielleicht fällt euch dann die Wahl leichter und ihr sagt euch, das künstlerische Profil ist doch was für mich. Mit dem Profil verbinde ich drei Reizwörter. Zum einen Kreativität. Ihr lernt es im stressgeprägten Schulalltag kreativ zu werden. Ihr könnt euren Ideen freien Lauf lassen, ihr tretet mit anderen in Kontakt, könnt eure Ideen austauschen, was oft zu viel interessanten und coolen Ideen führt, was bei uns damals auch der Fall war. Zudem spielt für mich das Wort Vielfalt eine sehr große Rolle. Ihr habt nicht nur den Frontalunterricht, der Lehrer steht vor euch, ihr schreibt es in den Hefter, sondern ihr lernt neue Projekte in Torgo kennen. Für mich ist das Profil ein bunter Farbfleck im grauen Schulalltag gewesen. Nehmt das Profil, falls ihr Bock drauf habt, einfach euren Ideen freien Lauf zu lassen und gemeinsam was Cooles zu veranstalten. Mein Name ist Gabriele Hünicke. Ich unterrichte die Fächer Deutsch in den Klassenstufen 10, 11 und 12 vorwiegend. Den fächerverbindenden Grundkurs Künstlerische Medien und seit nunmehr 17 Jahren das künstlerische Profil. Meine langjährigen Erfahrungen in der Großtheatergruppe unserer Schule offenbarten mir die primäre Rolle der Kunst bei der Selbstfindung und Selbstverwirklichung der persönlichen Individualität. So durfte ich des Öfteren miterleben, wie es den Schülern mittels ihrer verbalen und nonverbalen Artikulationen gelungen war, in fremde Rollen zu schlüpfen und diesen auch Leben einzuhauchen. Im Profil der 10. Klasse konnten wir sehr, sehr große Erfolge verbuchen bei der Inszenierung Romeo und Julia von Shakespeare nach einer modernen Münchner Übersetzung oder bei den Sommernachtstalenten, bei den Wunderlandsfantasien, bei einem gesellschaftskritischen Werk Romeo und Anne F. in Anlehnung an Romeo und Julia und Anne Frank.
Es ist sehr, sehr angenehm zu erleben, wie die Schüler ihre Medien kreieren, wie sie die Rollen übernehmen, wie sie sich in die Rollen hinein vertiefen, wie sie sich identifizieren, aber auch distanzieren von verschiedensten Verhaltensweisen. Sie können in Anlehnung an den Lehrplan der Klasse 10, der eigentlich nur vorgibt, von der Idee zum Spiel, vielfältigste Aufgabenbereiche übernehmen. Sie wählen das Stück aus, sie kreieren die Idee, sie schreiben das Skript in Gruppen, was unwahrscheinlich erfolgreich und innovativ bisher war. Sie schreiben die Rollenbiografien, verteilen die Rollen, erstellen ein Casting-Schema, wonach dann tatsächlich jeder nach seinen Stärken auch besetzt wird. Sie haben die Möglichkeit, das Bühnenbild zu entwerfen, die Musik auszuwählen, ein Storyboard bei einem Film. Filme werden auch immer wieder integriert, also ein Storyboard bei einem Film zu entwerfen und natürlich bis hin zu den technischen Kompetenzen. Wir haben eine herrliche, sehr, sehr professionelle Verstärkeranlage, die auch immer betreut werden will, und bis hin zu dem Entwerfen von Plakaten, Eintrittskarten und weiteren Werbeflyern. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn du in unserem Profil in den nächsten 3 Jahren mitarbeiten würdest. Danke.